Die Schaumanns. Eine Familie erlebt die Medienwelt. Papa Toni, Mama Doris, Mirko, Tim, Anna und Kater Max. Heute Anna und Mirko endlich mobil. Anna hat Geburtstag und ihr größter Wunsch geht in Erfüllung. Endlich ein eigenes Smartphone. Mirko hat auch Glück, denn Anna schenkt ihm ihr altes Handy. Vor der Nutzung gibt es aber ein paar Dinge zu bedenken. Denn im Umgang mit Handys und Smartphones sollten Eltern und Kinder einige Regeln beachten. Um mit einem Mobiltelefon verantwortlich umgehen zu können, brauchen Kinder eine gewisse Reife. Ab etwa 9 Jahren sind sie dazu in der Lage. Ein eigenes Smartphone dagegen sollte ihr Kind erst im Alter von rund 12 Jahren erhalten. Dann, wenn es sowohl mit dem Mobiltelefon als auch mit dem Internet umgehen kann. Nicht nur Smartphones, auch normale Handys verfügen häufig über einen Internetzugang. Sperren Sie diesen Zugang bei jüngeren Kindern zu Anfang. Bekommt Ihr Kind ein eigenes Smartphone, vereinbaren Sie mit Ihrem Kind Regeln zur Nutzung von Internet und Apps. Überprüfen Sie alle Sicherheitseinstellungen und installieren Sie auf dem Smartphone eine Jugendschutz-App, wie die Vodafone Child Protect App. Weitere Angebote finden Sie auf der Schauhin-Website. Nutzt ein Kind Ihr Smartphone beispielsweise für Spiele, empfiehlt es sich, einen Kinderbrowser zu installieren. Zum Beispiel mit der App Meine Startseite. Unterstützung, wie Sie das Smartphone für Ihr Kind sicher einstellen, finden Sie auf der Schauhin-Website im Bereich Mobile Geräte. Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Erklären Sie Ihrem Kind, wie es seine persönlichen Daten schützen kann. Dazu gehört, die Handynummer nicht an Unbekannte weitergeben, sowie Fotos und Videos nicht sorglos verschicken. Außerdem wichtig, auch die Handynutzung sollte begrenzt sein. Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind handyfreie Zeiten, zum Beispiel beim gemeinsamen Essen oder bei Ausflügen. Mehr Tipps und Infos finden Sie unter Schauhin Info.